Guten Tag, liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal schönen Mittwoch. Ja, heute bin ich ein ganzes Stück früher dran. Es ist so genau Punkt 2, so in etwa. Andere, über anderthalb Stunden früher. Hätte vielleicht noch früher sein können, aber ich brauchte einfach mal wieder 8 Stunden Schlaf. Die ersten beiden Tage durch die schon angesprochenen Termine bzw. Sachen, die erledigt werden mussten. Da haben immer gut 2 Stunden gefehlt und irgendwie merke ich das dann den ganzen Tag. Toi, 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 bis jetzt fühle ich mich so frisch wie die ganze Woche nicht. Ja, nur das dazu. Ja, zu aktuellen Themen. Ich habe gerade gelesen, Herr Brandner ist im Rechtsausschuss abgewählt worden. Natürlich etwas, was seit 70 Jahren noch nicht da war. Ja, macht noch weiter so. Ihr könnt versuchen, die AfD und deren Wähler aus allem rauszudrängen, aber beschwert euch dann nicht, wenn dann es soweit ist, dass genügend Menschen, und die Zeit wird kommen, da bin ich ganz sicher, erkennen, was ihr für Gauner seid, wie ihr unser Land verkauft an jeden Hinz und Kunz, der hier dahergelaufen kommt. Wenn dann eine Mehrheit sagt, wir wählen dann AfD und sich keine AfD mehr darum kümmern muss, ob irgendeine CDU oder FDP endlich Politik für Deutschland machen will, wenn dann auch ganz genau geschaut wird, welche Leute in Rechtsausschüsse gehören oder nicht. Und da gehören mit Sicherheit keine von der SPD, Linken oder Grünen rein, weil das sind die größten Rechtsbrecher neben den roten Konservativen wie Merkel, Laschet und Co., die es in diesem Lande hier gibt. Und dann die angeblichen Rechtsstaatverteidiger, diese Heuchler von der FDP. Ja, das dazu, wie gesagt, schauen wir mal, wenn soweit ist, dann gucken wir uns ganz genau an, wer in Rechtsausschüssen noch sitzen darf. Dann machen wir das dann ganz genau so. Sondern dieser rote Linksextremist, dieser grüne radikale Öko-Linksextremist, den können wir nicht akzeptieren, ne? Interessant war jetzt, bevor ich loslege mit der Geschichtsstunde, haben sie gerade gebracht, gibt es wieder ein neues Projekt der Zentralräte der Muslime und der Juden, sich anzunähern in Deutschland. Und wie sagte der Herr Schuster gerade, wenn wir uns auf einer Ebene dessen zusammenfinden, was für uns beide wichtig ist, und dann die anderen Sachen, könnte das gelingen. Wie gesagt, es ist genauso, wie ich sage. Uns wird immer vorgegaukelt, als ob diese Zionisten so das größte Problem, Muslime und. Wir zerfetzen uns, um solche Leute zu verteidigen. Dabei haben sie nur eines vor, und das ist einfach deutlich. Es wird durch solche Sachen immer deutlicher. Diese Leute vereinen sich zusammen gegen uns, um den Deutschen im eigenen Land zum Idioten zu machen. Und das dürfen wir und werden wir uns nicht gefallen lassen. Es wird immer deutlicher, ne? Ja. Der Deutsche darf hier in diesem Land gar nichts mehr. Der darf nur noch zahlen. Der darf alle Feste zahlen, die Zentralrat XY ausstattet. Unsere von Ihnen an die Regierung geschriebene und in Fernsehsendungen hochgelobten Marionetten, die siehst du kaum mit irgendeiner deutschen Mütze. Die haben immer eine ganz andere Mütze auf, wenn es drauf ankommt, weil ohne dass man die sich freiwillig aufsetzt, hat man in diesem Land keine Chance, in der Politik nach oben zu kommen, zumindest bislang. Und deswegen sage ich, es ist kein Hirngespinst, es ist ja keine Verschwörungstheorie. Man muss bloß die Augen offen halten und in der Welt, in Deutschland um sich schauen, dann weiß man, was momentan hier vorgeht. Und wenn die Deutschen so dumm sind und sich von diesen beiden Gruppen ihr Land wegnehmen lassen wollen, nur weil man ihnen jeden Tag irgendwas vor 74 Jahren erzählt, wie schlimm wir da waren und alles Mögliche, dann werden sie sich noch wundern, wie sich's als Sklave im eigenen Lande lebt. Ja, das ganz einfach mal zu diesen 2 Sachen, was ich so schon mitbekommen habe von heute. Und jetzt kommen wir zur 10. Stunde zur Weltgeschichte und der 528. Geschichtsstunde insgesamt. Ja.
Und immer dieses, was kommt jetzt immer dieses, die Grenzen des Unsagbaren. Es gibt nichts Unsagbares. Und wer Unsagbares festlegen will, und Grenzen festlegen will für das, was gesagt werden will, der zeigt, was er vorhat. Er möchte eine Diktatur aufbauen, denn wer bestimmt denn dann irgendwo, was man sagen darf und was nicht? Was anderes ist das nicht. Das ist die absolute Kontrolle über die Meinungsfreiheit oder die Meinung. Meinungsfreiheit ist es ja dann nicht mehr. Ne? Auch so ein Wortkreation solcher Leute wie Schuster und Co. Ne? Die Grenzen des Unsagbaren. In einer richtigen Demokratie, in einer echten freien Welt und in einem Rechtsstaat gibt es nichts, was man nicht sagen darf. Und wenn es darum geht, Morddrohungen und solche Geschichten, dafür gibt es schon Gesetze, die gab es schon immer. Und da brauchen wir keine neuen, Herr Schuster und Herr Masiek und Herr Kramer und Herr Haldenwang und Herr Münch und Herr Seehofer. Ne? Alles andere ist Diktatur und sonst nichts. Ja, gestern, jetzt muss ich schauen, weil ich mich verblättert, weil ich gestern schon ein bisschen vorgeguckt habe, aber ich weiß genau, wo es ist, weil heute geht's los mit einem Fokus. Gestern hatten wir geendet um 3.600 Millionen Jahre oder auch 3,6 Milliarden Jahre vor heute mit dem Baltischen Schild, wie der so entstanden ist über Gneise und Migmatite in dieser Gegend. Und heute, wie ich gerade schon gesagt hatte, geht es erstmal weiter mit einem Fokus. Der Beginn des Lebens. Die entscheidende Frage bleibt ungeklärt als Unterüberschrift. Zwar hat die Wissenschaft viele Fragen zur weiteren Entwicklung des Lebens mittlerweile überzeugend beantwortet, der entscheidende erste Akt hingegen liegt noch im Dunkeln. Wo ist der Beginn der Kette des Lebens? Unter welchen Bedingungen entstand die erste Zelle? Diese Fragen berühren das Innerste unserer Existenz. Die Frage nach der Entstehung des Lebens ist eine der ältesten Fragen der Philosophie und der Wissenschaft. Die gefundenen Antworten könnten zunächst kaum unterschiedlicher und widersprüchlicher sein. Aristoteles sah das Leben überall und immer wieder von selbst entstehen. Getragen wurden solche Vermutungen von Naturbeobachtungen. Nach einem plötzlichen Regen bedeckt sich die Wüste mit einem Teppich blühender Pflanzen. In einer trockenen Senke entsteht ein Gewässer, in dem sich kurze Zeit später Fische tummeln. Andere Gelehrte haben im gesamten Sonnensystem und auf der Erde winzige, allgegenwärtige Keime vermutet, aus denen ähnlich wie bei einem Saatkorn Leben entstehen oder entsteht. Die nächste Unterüberschrift: Heißer Kandidat, die Ursuppe. Zu den vielversprechenden Wegen, eine Antwort zu finden, zählt es, auf den Spuren Charles Darwins die Evolution der Lebewesen bis zu den ältesten Fossilfunden zurückzuverfolgen. Auf diese Weise gelangt man zu den zellkernlosen Bakterien, die an lebensfeindlich anmutenden Orten existierten. In kochend heißem Wasser, bei 60 Grad Celsius, schon erfrierend. In der Nähe von Schwefelquellen und auf dem Grund von Tümpeln, die mit der Ursuppe des Präkambriums gefüllt waren. Variabel und anpassungsfähig nutzen sie eine große Bandbreite an Formen des Stoffwechsels, von der Gärung über die Chemosynthese bis hin zur Photosynthese. So einfach die Bakterien in ihrem Bau und ihrer Lebensweise anmuten, so schwierig scheint es, die Ungewissheiten aufzuklären, die sich bei vielen Fragen ergeben. Gab es einen Vorläufer der Bakterien? Wie entstand die Zellwand des ersten Bakteriums? Wie hat sich die Teilung als eine Art der Vermehrung entwickelt, als weder eine DNS noch Chromosomen zur Weitergabe der Erbinformationen zur Verfügung standen?
Wie war es schließlich möglich geworden, aus einfachsten Verbindungen komplizierte Nahrungsstoffe und Zellbestandteile aufzubauen, die es in dieser Form zuvor nicht gab? Der russische Biochemiker Alexander Oparin versucht schon im Jahre 1947 dazu Antworten aus Sicht der Chemie zu geben. Er stellt sich vor, welche Stoffe und Verbindungen es am Anfang gegeben haben könnte und stößt auf die Ursuppe, einen wässrigen Cocktail, gemixt aus organischen Molekülen und frei von Sauerstoff. Oparins faszinierender Ansatz inspiriert eine Flut von Nachfolgern, die mögliche Mikromilieus am Beginn des Präkambriums simulieren, in denen das Leben entstanden sein könnte. Dazu lassen die Wissenschaftler in Laborexperimenten lange Reaktionsketten ablaufen, mit denen sie komplexe organische Moleküle, Bausteine des Lebens, herstellen. Einen der berühmtesten Versuche unternimmt der US-Wissenschaftler Stanley Miller auf Anregung seines Professors Harold Seapoint Urey im Jahre 1953. Er gibt Ammoniak, Methan, Wasserstoff und Wasser in ein Gefäß, erzeugt darin Blitze und kann daraufhin Aminosäuren, die Bausteine der Proteine, nachweisen. In weiteren Experimenten werden kugelartige Objekte bei der Abkühlung von proteinhaltigen Flüssigkeiten gefunden, die aus mehreren Schalen aufgebaut und gegen ihre Umgebung abgegrenzt sind. Die Sensation ist, dass sie sich teilen und zwei identische Abbilder hervorbringen, obwohl es noch keine Zellen waren. Das Miller-Urey-Experiment war jedoch nicht unumstritten. Kritiker bemängeln, dass die Aminosäuren im Urozean viel zu verdünnt auftreten, um sich zu Eiweißen zusammenschließen zu können. Diesen Einwand kontern die Suppenvertreter mit dem Hinweis, dass sich die Moleküle in gezeitlichen Lagunen durch Verdunstung konzentriert haben könnten. Andere Wissenschaftler führen an, dass freier Wasserstoff, so wie er im Experiment verwendet wurde, in der Atmosphäre damals nicht vorkam. Heute geht man davon aus, dass die erste Atmosphäre eine andere Zusammensetzung hatte als früher angenommen. Neuere Experimente mit realistischeren Mischungsverhältnissen ergeben eine wesentlich geringere Ausbeute an Aminosäure. Also ja, sehen wir, so kommt man zu wahrhaftigen Ergebnissen, so kommt man zu wahrhaftigen Erkenntnissen in jeder Forschung, egal welche Richtung es ist, indem es These und Antithese gibt, Streit über jeden einzelnen Punkt, um Fehlleitungen ja, von Deutungen zu verhindern. Das, was momentan in der Wissenschaft geschieht, diese, ich sag's einfach mal wieder, Pseudowissenschaftler, die sich herausnehmen, alleine anhand von angeblichen prozentualen Mehrheiten zu sagen, wir haben Recht, weil ja jetzt 97% angeblich unserer Meinung sind. Das sind keine Wissenschaftler. Wissenschaftler mögen den Streit über Punkte. Wissenschaftler mögen, dass jede Sichtweise berücksichtigt wird. Wissenschaftler, die wollen nicht irgendwo ihre Ansicht unbedingt durchsetzen. Wissenschaftler wollen erforschen. Und das geht nur, wenn man sich streitet über jeden Punkt und nicht, wie im Parlament sagt, egal was für ein Schwachsinn beschlossen wird, wenn 51% dafür sind, ist es Gesetz, ne? Ja, so stellen sich das Forscher vor. Das sind keine Forscher für mich. Das sind, wie gesagt, Pseudowissenschaftler, die
für sich ihre eigene Existenz arbeiten, weil sie von ihrer Forschung, die sie so nennen, sehr gut leben können und die für Leute arbeiten, die mit den Ergebnissen ihrer Forschung richtig viel Geld verdienen wollen, ne? Und andere Dinge ausmerzen wollen, ne? Was wir momentan erleben in der Welt, das ist ein industrieller, ein technologischer Genozid, muss man wirklich so sagen. Es wird regelrecht eine ganzes anderthalb Jahrhunderte technisches Wissen, technologisches Wissen ausgelöscht durch eine irre neue Ideologie, die sagt, wir müssen jetzt alles so machen, wie das diese angeblich 97% der Wissenschaftler der Klimaforschung wollen. Und das ist keine Forschung, das ist totaler Rassismus. Ich habe mich das Wort richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall, also mit Wissenschaft hat das alles nichts mehr zu tun. Und wer das nicht erkennt, der hat sich noch nie mit Wissenschaft beschäftigt. Ja, als letzter Unterüberschnitt zu diesem Thema, oder machen wir mal die beiden Bilder weg. Der US-Chemiker Harold C. Point Urey gilt als ein Miturheber der Ursuppentheorie. In Klammern Bild von 1949. Armer den Herrn. Sicherlich gab es da auch schon immer wieder welche, die unter oder die ihre Theorien, ihre angeblichen Erkenntnisse etc. als unumstößlich hingestellt haben. Aber wir wissen heute aus der Geschichte, dass das meistens die waren, die dann in der falschen Richtung lagen. Vor allem, wenn es dann die waren, die sozusagen diese Mehrheit vertreten haben. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Meistens lagen die richtig, diese 2, 3%, die gesagt haben, nein, ich glaube das nicht, ich gucke weiter, da muss noch was anderes sein. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Ungelöstes Rätsel, Fortpflanzung. Zwei Pantoffeltierchen tauschen Erbinformationen aus. In Klammern Konjugation, Klammer zu. Na, gucke an. Also, man könnte auch sagen, wenn wir Sex machen, tun wir Erbinformationen austauschen. Könnte man sagen, wenn man abends in der Bar sitzt, hallo Mädel, wollen wir Erbinformationen austauschen? Oh, ja, letzte Unterüberschrift über dieses Thema, über diesen Fokus. Minerale ebenfalls verdächtig. Andere Forscher konzentrieren sich bei der Suche nach dem Beginn des Lebens auf Mineralkristalle wie Pyrit und der Untersuchung von Reaktionen an deren Oberfläche. Dabei gelingt der Nachweis einer chemischen Kette, bei der sich stabile, abgekapselte Bläschen von der Mineraloberfläche absondern. Aus ihnen könnten Organismen entstanden sein, die den heute existierenden Formen sehr ähnlich sind. Einige Forscher nehmen Prozesse der Selbstordnung von Materie wie das Wachstum von Kristallen als Ausgangspunkt. Tonminerale sind hierfür besonders interessant. Sie haben Eigenschaften, die Membranen ähnlich sind, verfügen als eine Art Vorstufe der Fortpflanzung über Mechanismen der Informationsweitergabe beim Kristallwachstum und besitzen die Fähigkeit zur Aufnahme und Abgabe von anderen Molekülen, also eine Form des Stoffwechsels. Ja, also wie gesagt, damit's nicht so anzüglich aussieht, einfach sagen, Mädel wollen wir Erbinformationen austauschen. Ja, gut. Weiter geht's um 3.500 Millionen Jahre vor heute oder aber auch 3,5 Milliarden Jahre vor heute. Bakterien bilden Kalkknollen. Erste Stromatolithen entstehen auf der Landmasse des heutigen Australien. Stromatolithen sind knollenförmige Kalkablagerungen, die unter Mitwirkung von Kleinstorganismen, in Klammern Cyanobakterien, Klammer zu, entstehen. In ihrem Innern besitzen Stromatolithen
einen Schalenbau mit mehreren übereinander angeordneten Schichten. Entschuldigung, da war das Bäuerchen. Die großen Mengen der australischen Funde lassen auf eine beträchtliche Biomasse als Urheber der Ablagerungen schließen. Obwohl sie hauptsächlich im Präkambrium nachgewiesen sind, kommen Stromatolithen in der ganzen Erdgeschichte vor. Für einige Erdzeitalter dienen sie als Leitfossilien. Heute unterscheidet die Geologie zwischen den knollenförmigen Stromatolithen und solchen Exemplaren, die in großer Fläche auf breiten Unterlagen wachsen. Weiter geht's, und da sind wir bei um 3.500 Millionen Jahre vor heute oder aber auch 3,5 Milliarden Jahre vor heute bis 2.000 Millionen Jahre vor heute oder aber auch 2 Milliarden Jahre vor heute. Minerale lagern sich ab. Auf der Erde bilden sich Ablagerungen bestimmter Minerale wie Pyrit und Uraninit, die nur in einer weitgehend sauerstofffreien Atmosphäre entstehen können. Das häufige Pyrit und das eher seltene Uraninit entstehen eigentlich in Erzadern im Erdinneren. Gelangen solche Adern zusammen mit den sie umgebenden Gesteinen an die Erdoberfläche, werden sie der Verwitterung ausgesetzt. Da beide Minerale nicht in Wasser löslich und zu dieser Zeit auch nicht chemisch zersetzbar sind, können sie durch die Flüsse nur als feste Verwitterungsrückstände abtransportiert werden. Je nach Dichte und Korngröße kommt es dabei zu Anreicherungen in Sedimenten. So setzt sich zuerst das schwere Uraninit ab, dann folgt das etwas leichtere Pyrit. Heute in einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre ist dies nicht mehr möglich. Und mal schauen. Ja, das Bild gehört dazu. Pyrit in Klammern Katzengold, Klammer zu, verliert rasch seine gelbe Farbe und läuft zunächst bunt, später braun bis schwarz an. Eine Folge der Reaktion mit freiem Sauerstoff. Ja, man weiß, wie Gold glänzt, sagt man dazu Katzengold. Also falsches Gold. So sieht das aus. Ich mache mal ein bisschen was so drehen. Ich habe gesehen, das hat macht ein bisschen was aus, dass man manche Strukturen besser sieht bei solchen Fotos. Und da haben wir das. Und weiter geht's mit um 3.500 Millionen Jahre oder aber auch 3,5 Milliarden Jahre vor heute. Schwerspat in Australien. In der Warrawoona-Schicht Australiens, nahe dem heutigen North Pole, lagert sich eine Sedimentschicht aus Gips und Kieselsintern ab, die große Baryt-Vorkommen enthält. Das helle, auch gefärbte, fettig glasglänzende Mineral wird auch Schwerspat genannt. Der Name leitet sich vom griechischen Wort Baris in Klammern zu Deutsch schwer, Klammer zu, ab und be bezieht sich auf die relativ hohe Dichte von 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Möglicherweise treten in der präkambrischen Warrawoona-Schicht neben Baryt-Vorkommen auch schon Bleianreicherungen auf. Gips und Baryt weisen auf eine Oxidation von Schwefel in einer sauerstoffhaltigen Umgebung hin. Das lässt den Schluss zu, dass bereits zu diesem frühen Zeitpunkt möglicherweise schon erste Photosynthese betreibende Lebewesen auf der Erde existieren. Ja, jetzt nehme ich erstmal einen Schluck Milch, damit wir noch eine geschmeidige Zunge bekommen. Also so langsam entwickeln sich die Bedingungen, die möglich machten, dass es überhaupt Leben auf der Erde geben kann.
Ab, jetzt, bis jetzt waren wir bei um, jetzt sind wir bei ab 3.500 Millionen Jahre oder aber auch 3,5 Milliarden Jahre vor heute. Licht fördert Stoffwechsel. Mit der Photosynthese entwickeln bestimmte Bakterienarten eine Form des Stoffwechsels, die später von den pflanzlichen Organismen übernommen wird. Sie ermöglicht die Produktion von Nahrung aus wenigen einfach gebauten Stoffen mit Hilfe von Lichtenergie. Für die allerersten Organismen, die noch keine Photosynthese betreiben, ist es von Nachteil, dass sie ihren Stoffwechsel auf begrenzte Vorkommen bestimmter Stoffe gründen. Dazu zählen die Bakterienarten, die ihre Nahrung in Form von organischen Stoffen wie Zucker oder Aminosäuren direkt aus der Umgebung aufnehmen. Sie beziehen ihre Energie aus der Zersetzung dieser Produkte. Solche frühen Organismen sind nicht in der Lage, aus einfachen Grundstoffen selbst organische Verbindungen aufzubauen. Fehlt nur einer der für die Energiegewinnung benötigten Stoffe, bricht in kürzester Zeit die gesamte Bakterienkultur zusammen. Anders bei der Photosynthese. Bestimmte Bakterienarten haben einen großen evolutionären Vorteil. Sie kommen mit fast überall und unbegrenzt verfügbaren Grundstoffen aus. Wasser und Kohlendioxid zählen bis heute zu den häufigsten Verbindungen an der Erdoberfläche und in der Atmosphäre. Ihre Energie gewinnen diese Bakterienarten mit Hilfe des Sonnenlichts, das tagsüber zur Verfügung steht. Oh, noch ein Bäuerchen. Mehr ist nicht notwendig, um energiereiche Nahrungsstoffe aufzubauen. Die während der Photosynthese ablaufenden Prozesse sind sehr komplex. Es gibt verschiedene Formen. Einige Bakterienarten, zum Beispiel Purpurbakterien, bauen Zucker aus Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff auf. Dabei geben sie Schwefel ab. Sauerstoff produzieren diese Bakterien nicht. Andere Arten, zum Beispiel die Cyanobakterien, benötigen Kohlendioxid und Wasser für den Zuckeraufbau. Sauerstoff wird freigesetzt. Bei den Formen der Photosynthese ist gemeinsam, dass durch Chlorophyll Sonnenlicht aufgenommen wird. Die dabei gewonnene Energie wird in einem Energieübertragungsstoff zwischengespeichert und von dort abgerufen, um bei Bedarf Zucker zu produzieren. Und hier haben wir ein Bild dazu. Grüne Pflanzen sind viele Millionen Jahre später ebenso fähig zur Photosynthese. Dabei wird die Sonnenenergie in chemische Energie umgewandelt. Und da haben wir die Blätter einer grünen Pflanze, auf der ein paar Tropfen Wasser drauf sind. Ja, und da sind wir in der Hälfte. Und weiter geht's. Um 3.500 Millionen Jahre vor heute oder aber auch 3,5 Milliarden Jahre vor heute bis 3.000 Millionen bis 3.000 Millionen Jahre beziehungsweise 3 Milliarden Jahre vor heute. Einzeller noch primitiv. Die ersten lebenden Organismen auf der Erde sind verschiedene Bakterienarten. Einzellige Mikroorganismen ohne abgegrenzten Zellkern und ohne innere Differenzierung. Diese Merkmale unterscheiden sie von allen höheren Organismen, die sich später entwickeln werden. Die Bakterien dieser Zeit leben in Gewässern, wo sie vor der bedrohlichen UV-Strahlung geschützt sind. Sie können unter lebensfeindlich anmutenden Bedingungen existieren, zum Beispiel bei Temperaturen von 100 Grad Celsius, wie sie in heißen Thermalquellen herrschen, oder unter Ausschluss von Sauerstoff im Faulschlamm von Tümpeln.
Bestimmte Bakterienarten haben die Eigenschaft, große Kolonien aus unzähligen einzelnen Organismen zu bilden. In den flachen Randbereichen der präkambrischen Meere gibt es die aus Cyanobakterien bestehenden sogenannten Stromatolithen. Besonders häufig sind sie allerdings noch nicht, da die Festlandskerne der künftigen Kontinente klein sind und an ihren Rändern sehr steil ins Meer abfallen, somit also kaum Flachmeere existieren. Bemerkenswert ist, dass sowohl von einzelnen Bakterien als auch von Bakterienkolonien konkrete Spuren überliefert sind. In Australien konnten 3500 Millionen Jahre alte geologische Strukturen dokumentiert werden, die heute lebenden Stromatolithen sehr ähnlich sehen. Ihre äußeren Formen und ihr innerer Aufbau lassen kaum Zweifel an der Interpretation als Bakterienkolonien zu. Etwas jüngere geologische Strukturen dieser Art wurden in Simbabwe und Südafrika entdeckt, in Klammern jeweils um 3000 Millionen Jahre alt, Klammer zu. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass diese Strukturen nicht auf biologische Art und Weise entstanden sind. Ja, und da sehen wir hier noch einmal ein Bild von diesen selbst unter lebensfeindlichen Bedingungen existierenden Lebewesen. Aufnahme von Formidium, einer fadenförmigen Cyanobakterie, unter dem Lichtmikroskop. Ja, das dürfte man sogar sehr gut sehen. Ganz hell. Gelb und Rot, sehr kontrastreich. Da sieht man sicherlich sehr gut. Muss ich ja nicht drehen. Reicht der Lichteinfall in jedem Fall aus. Ja, wollen wir schauen, hier sind zwei Randbemerkungen. Ja, das sind keine Begriffserklärungen, sondern chronologisch. Nehmen wir sie gleich mit. Ebenfalls um 3500 Millionen Jahre vor heute oder aber auch 3,5 Milliarden Jahre vor heute. Im heutigen Simbabwe bilden sich Gesteine, die neben denen Südwestgrönlands, Labradors und Norwegens zu den ältesten der Welt zählen. Dann um 3 Millionen, muss ich mal schauen, nee, da müssen wir dann später hin, weil wir haben hier noch etwas, was vorher kommt. Muss ich mal gucken. Ja, erst die rechte Seite und dann die zweite Randbemerkung. Um 3.500 Millionen Jahre oder aber auch 3,5 Milliarden Jahre vor heute. Freier Sauerstoff ist Mangelware. Durch Bakterien, die in der Lage sind, Photosynthese zu betreiben, entsteht auf der Erde freier Sauerstoff. Daneben bilden sich geringere Mengen auch in den höheren Schichten der Atmosphäre, wenn dort Wassermoleküle unter dem Einfluss des Sonnenlichts aufgespalten werden. Es kommt jedoch noch nicht zu einer Anreicherung in der Erdatmosphäre. Der Großteil des Sauerstoffs wird zunächst an das Wasser der Ozeane abgegeben. Dort setzt sofort die Reaktion mit zweiwertigen Eisenionen ein, die zur Bildung der Bänder Eisenerze führt und den freien Sauerstoff bindet. Solange große Mengen Eisen in zweiwertiger Form im Wasser vorkommen, wird die gesamte Sauerstoffproduktion auf diesem Wege abgefangen. Auch in der Atmosphäre gibt es zahlreiche Stoffe, mit denen der reaktionsfreudige freie Sauerstoff Verbindungen eingeht. Nochmal Bild dazu. Fossile Überreste von Cyanobakterien, die mit Hilfe von Photosynthese Sauerstoff produzieren. Ja, sieht man sogar im Gestein noch als Fossil. Da will ich mal ein bisschen wieder drehen, damit der Lichtanfall ein bisschen anders ist. Und da haben wir das Bild. Dann geht es weiter, ebenfalls oder diesmal ab 3500 Millionen Jahre, beziehungsweise 3,5 Milliarden Jahre vor heute.
Stoffwechsel auf Schwefelbasis. Einige Lebensformen praktizieren die Chemosynthese, eine der ältesten Formen des Stoffwechsels. Diese Lebewesen sind nicht auf die Aufnahme organischer Substanzen angewiesen. Zu den Lebensformen, die zur Chemosynthese in der Lage sind, zählen Schwefelbakterien. Sie wandeln mit Hilfe von Sauerstoff bestimmte Schwefelverbindungen um. Durch solche Reaktionen wird Energie freigesetzt und an einen Energieübertragungsstoff weitergegeben. Die gespeicherte Energie ermöglicht den Aufbau höherer organischer Substanzen. Der Energieübertragungsstoff wird schließlich wieder in seinen Ausgangszustand versetzt. Die Organismen, die Chemosynthese betreiben, kommen beim Aufbau von Nahrung mit wenigen Grundstoffen aus, benötigen aber einen speziellen, nicht überall verfügbaren Stoff wie Schwefel zur Energiegewinnung. Dies schränkt ihre möglichen Lebensräume stark ein. Also je weniger, oder je spezieller die, wie soll ich sagen, die Lebensweise ist, umso mehr wird sie natürlich eingeschränkt. Ne? Sehen wir an den Veganern und Vegetariern. Ne? Ne? Dort, wo das nur möglich oder wo es sowas nicht gibt, dann am Endeffekt, wo man dann wirklich mal was Fleischiges essen muss, wie in der Wüste. Würden Vegetarier und Veganer nicht überleben können. Ja, weiter geht's. Und da kommt jetzt die Randbemerkung. Um 3.350 Millionen Jahre vor heute oder aber auch 3,350 Milliarden Jahre vor heute. Prokaryonte, in Klammern zellkernlose, Klammer zu, Mikroorganismen versteinern in den schwarzen Kieselschiefern des Swaziland-Systems im Barberton-Bergland des östlichen Transvaal in Südafrika. Diese sphärisch geformten, kernlosen fossilen Zellen ähneln in ihrer Struktur derjenigen heute lebender blaugrüner Algen. Und dann sind wir schon auf der siebten und achten Seite. Und das ist ein großer Abschnitt. Und dann sind wir schon durch für heute. Mal schauen, aber von der Zeit her müsste es stimmen. Genau. Geht immer so schnell. Weiter geht's also mit um 3.200 Millionen Jahre vor heute oder aber auch 3,2 Milliarden Jahre vor heute bis 2.500 Millionen Jahre vor heute. Oder aber auch 2,5 Milliarden Jahre vor heute. Erdkruste schiebt sich zu ersten Gebirgszügen auf. Durch plattentektonische Kräfte entstehen weltweit die ersten Gebirge. Da die Erdkruste zu diesem Zeitpunkt noch eine viel stärkere Dynamik als heute aufweist und Bewegungen von Krustenteilen, die sich auf dem zähflüssigen Erdmantel gegeneinander schieben, ungleich schneller ablaufen, sind diese frühen Gebirgsbildungen nur bedingt mit den heutigen zu vergleichen. Zudem fehlen sichere Beweise, wie es sie erst für sehr viel jüngere, etwa 2000 Millionen Jahre alte Gebirge gibt. Meist müssen sich die Forscher deshalb auf Indizien und Modelle der damaligen geologischen Strukturen stützen, um die ersten Orogenesen, in Klammern geologisch-tektonische Bezeichnung für Gebirgsbildung, griechisch, Klammer zu deutsch Oro für Berg, Gebirge, Oro für Berg und Gebirge gleich Genese für Entstehung, Klammer zu, rekonstruieren zu können. Die ersten Gebirgsbildungen werden pilbarische, luanische und univakische Orogenese genannt.
Neben diesen frühesten Gebirgsbildungen sind die bedeutendsten orogenetischen Ähren die alpidische im Meso- und Känozoikum sowie die variszische und kaledonische im Paläozoikum. Ja, und nochmal schauen, also nochmal zu diesen Begrifflichkeit Orogenese, geologisch-tektonische Bezeichnung für Gebirgsbildung, griechisch ist es Oro, zu Deutsch Berg, dann haben wir das Gebirge, das ist zu griechisch die Genese, bedeutet Entstehung, und da haben wir das nochmal kurz rekonstruiert oder nochmal nachgeholt, weil da war ich jetzt ein bisschen, weil das auch ein bisschen blöd geschrieben ist, ins Stottern gekommen. Nächste Unterüberschrift zu diesem letzten großen Thema: Bausteine der Gebirge. Die ersten Gebirge setzen sich wahrscheinlich aus Sedimentserien zusammen, die in muldenförmigen Vertiefungen im Bereich der heutigen Grünsteingürtel abgelagert werden. Die Basis solcher Serien liegt meist tief im Erdinnern, wodurch die Sedimente verfestigt, aber auch deformiert werden. Entschuldigung, wodurch? Nochmal. Die Basis solcher Serien liegt meist tief im Erdinnern, wodurch die Sedimente verfestigt, aber auch deformiert werden. Geht sie über die Seite weg mit Trennstrich? War ich ein bisschen falsch in der Betonung. Magmen dringen ein, bilden neue Gesteinskörper und lösen Umwandlungen aus. Neben den Sedimenten enthalten die ersten Gebirge deshalb auch Gesteine wie Granit, der durch langsame Abkühlung von Magmen im Erdinneren entsteht, oder Gneis, der ein Ergebnis von intensiven Umwandlungen älterer Gesteine ist. Hebungsprozesse bringen die Gesteinspakete schließlich wieder an die Erdoberfläche. Parallel zu den meisten Orogenesen bilden sich auch Erzlagerstätten. Zu Beginn der ersten Faltengebirgsbildung entstehen riesige Gräben am Meeresgrund. Diese Tröge, die sich mit Sedimenten auffüllen, sind sogenannte Senkungszonen. Und nochmal kurzes Bäuerchen, bevor wir zum letzten Unterabschnitt dieses größeren letzten Artikels kommen, dann kommt noch eine Randbemerkung, zwei Bilder sind wir schon durch für heute. Unterüberschrift: Die ältesten Berge. Im Bereich des heutigen Nordamerika erreichen Gebirgsbildungen vor etwa 3200 Millionen, 2850 Millionen und 2500 Millionen Jahren ihren Höhepunkt, ihre Höhepunkte. Parallelen dazu lässt die nordatlantische Region erkennen, wo es in Labrador, Grönland und Schottland 2900 Millionen und 2550 Millionen Jahre alte Gebirge gibt. In Nordosteuropa liegt zwischen den beiden großen Gebirgsbildungen des Archaikums vor 3500 Millionen bzw. 2700 Millionen Jahren eine lange Phase relativer Ruhe, in der mehrere Grünsteingürtel entstehen. In Nordasien und China ist die geologische Aktivität dieser Zeit vermutlich erheblich geringer. Auch auf der heutigen Südhalbkugel existieren Festlandskerne mit unterschiedlich ausgeprägten Gebirgsbildungen. Am intensivsten sind diese Prozesse in Südamerika, dem westlichen, östlichen und südlichen Afrika sowie in Australien, wo es jeweils mindestens zwei bedeutende Orogenesen gibt, also Gebirgsbildung. In Klammern: Alter um 3500 Millionen bzw. 2600 Millionen Jahre. In Südafrika auch 3200 Millionen Jahre vor heute, Klammer zu. Und da haben wir noch die beiden Bilder, die ich angekündigt habe, zu dieser ganzen Gebirgsbildung. Schöne Bilder. Kanadas Gesteinsserien zählen zu den ältesten der Erde. Banff Nationalpark in den kanadischen Rocky Mountains mit Peyto Lake. Herrliches Bild. Kann ich euch schon mal ankündigen. Ich mache mal so rüber, dass es ein bisschen
Mehr Lichteinfall. Ja, jetzt wird es ein bisschen zu viel Licht. Und dann nochmal rüber. Wunderbar. Kanada haben wir da hier. Und dann noch ein zweites Bild. Das ist: Teile der schottischen Highlands entstanden bereits vor 2900 bis 2550 Millionen Jahren. Blick auf die Küste von Duncansby Head. Ein bisschen rüber, damit ein bisschen mehr Lichteinfall ist. Ja, jetzt wird es zu viel. Und dann noch mal etwas weiter weg. Da haben wir das Duncansby Head. Mal schauen, ob ich es richtig ausgesprochen. Dann Duncansby Head, richtig. Das war dann Duncansby Head. Und als letztes heute noch eine Begriffserklärung für Grünsteingürtel. Geologisch alte, meist vergrünte Ergussgesteine, ursprünglich Toleit-basaltischer Zusammensetzung. Das Vergrünen geht unter anderem auf die Bildung von Chlorit aus, Augit und die Epidotbildung in den Feldspaten zurück oder Feldspäten zurück. Na, ich lese nochmal zurück. Das Vergrünen geht unter anderem auf die Bildung von Chlorit aus Augit und die Epidotbildung in den Feldspäten zurück. Jetzt haben wir es richtig. Das harte Gestein wurde in der Steinzeit zu Werkzeugen wie Beilen, Klingen, Bohrern oder Schabern verarbeitet. Hat also noch eine richtig nutzbringende Funktion später erfüllt, die wir Menschen dann groß oder wichtig brauchten. Ja, wollen wir das Buch hinlegen, aber wir haben nicht so viel Milch getrunken. Holen wir gleich beim Hochladen nach. Ja, ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante für euch dabei. Langsam bildet sich das Gesicht der Erde, die ersten Gebirge gehen nun langsam in die Höhe. Es bildet sich erstes Leben. Ja, so langsam tut sich was auf unseren Planeten. Reimt sich sogar wieder so ein bisschen. Ne? Ja, dann hoffe ich, dass es euch auch heute wieder gefallen hat und wir uns und Informationen für euch dabei waren, die interessant waren, um vielleicht mal sich näher mit der Entstehungsgeschichte der Erde zu beschäftigen. Und da hoffe ich doch, dass wir uns auch morgen wiedersehen und hören, wenn möglich bei allen drei Portalen, bei VK.com, bei YouTube und, wenn es der Facebook Gott so will, auch bei Facebook. Und damit verbleibe ich wie immer mit: Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch, ciao, ciao, euer Egon.